Moin, moin, Hamburg. Herzlich willkommen bei Warm-Up. Achte Ausgabe, das vorletzte Spiel. Und wir sagen es ja immer wieder, aber heute ist wichtig. Heute ist richtig wichtig. Dritter gegen Vierter, Dirk. Und wir wollen euch einstimmen auf die kommenden 90 Minuten in den kommenden 45 Minuten. Und wir haben wieder eine Menge für euch bereitgestellt. Normalerweise fangen wir immer mit der Aufstellung an, wenn sie dann da ist. Wir haben auch heute wieder einen tollen Gast, der muss sich in einem Quiz beweisen. Ihr könnt was gewinnen, wir wollen eure Fotos haben, also Warm-Up, wie ihr es kennt. Ihr habt hoffentlich vielen Leuten Bescheid gesagt, damit wir immer mehr werden und beim nächsten Mal dann alle zusammen richtig feiern können. Denn wir können nicht im Stadion sein und hier kommen wir zusammen vor dem Spiel, bevor es dann zum HSV-Netradio geht. Was für ein Tagesablauf. Ja, und der Trainer, der macht das auch spannend. Es gibt die Aufstellung noch nicht. Er zögert es bis zum letzten Moment wohl hinaus, bis er in Heidenheim wirklich seine Karten offenlegt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Gast. Ja, wir starten mit dem Gast, aber wir können auch mal sagen, das ist auch ein Zeichen dafür, es wird ganz viel spekuliert über die Aufstellung. Also das kann sein, dass sich da ein bisschen was ändert, dass wir heute irgendwas machen, was wir vorher nicht gemacht haben. Und deswegen sind wir alle schon so ein bisschen und warten auf die Aufstellung. Und wir haben Dieter Hecking schon dreimal angerufen, der nimmt nicht ab. Ich weiß auch nicht warum, irgendwas macht er. Ja, er grübelt wahrscheinlich noch oder vielleicht ist auch die Datenübertragung aus der Voigt Arena nicht so wie sonst. Aber wir sind hier, wir sind für euch da, Warm-Up, die HSV-Show. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast, der viel Bundesliga-Erfahrung hat. Der HSVer durch und durch ist schon ganz lange im Verein und wir schauen uns mal an, wer das ist. Geboren in Argentinien, gereift im Schwarzwald und zum Leistungsträger und Publikumsliebling geworden in Hamburg. Mit 21 Jahren kam Rodolfo Esteban Cardoso aus Argentinien nach Deutschland zum FC Homburg. Nach einer erfolgreichen Zeit beim SC Freiburg und einem Jahr in Bremen landete der Mittelfeldspieler letztendlich bei unserem HSV und ging nie mehr wirklich weg. 2004 hängte der Standardspezialist die Fußballschuhe nach über 100 Spielen für den HSV an den Nagel und kam 2008 als Trainer zum Volkspark zurück. Seitdem übernahm er diverse Positionen. Scout, Jugendtrainer, Co-Trainer und interimsweise auch Cheftrainer der Profimannschaft. Aktuell ist der 51-jährige Individualtrainer im Jugendbereich. Und jetzt hier bei uns live in der Warm-Up-Show. Oder auch in der Funktion heute Rodolfo Cardoso. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Moin, hallo. Ah, moin, moin. Moin, moin. Ja, wie fühlt sich das an hier für dich so, die Nord im Rücken? Super, also heute das Wetter spielt sehr mit, sehr viel mit. Und ja, wir warten alles auf dieses Spiel, ne, die heute ganz, ganz besonderes ist. Ne? Und wir warten auf die Aufstellung, sollte die kommen, muss ich natürlich gleich nochmal rüber zum Tresen, dann machen wir das direkt. Aber jetzt haben wir dich ja hier, du siehst ja voll gesund aus hier, mit Farbe und so. Wir sind so braun nicht lang in der Sonne. Warst du noch nicht lang in der Sonne? Nee, braun nicht lang. Ah ja, du brauchst nicht lange, ja. Ja, wie hast du die letzten Wochen verfolgt mit der Mannschaft jetzt in dem Endspurt in der zweiten Liga? Ja, schwer. Schwer, weil einfach die Mannschaft hatte vielleicht ein bisschen diese Konstanz gefällt. Und besonders, wenn er zu Hause gespielt hat, hat es ein bisschen schwer getan. Und deswegen, wir kommen heute auf dieses Spiel, auch mit einer großen Chance, vielleicht noch diese Tabelle zweite, wo wir vielleicht unbedingt haben wollen, weil die wäre der Direktaufstieg. Ich glaube, die wollen alles so haben. Aber das haben wir selber nicht in der Hand. Und deswegen heute wieder ein ganz, ganz besonderes Spiel. Und gegen eine Mannschaft, die im Moment zu Hause stark ist. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf dieses Spiel. Weil ich glaube, es geht um alles und die Mannschaft muss heute wirklich zusammenreißen. Das ist Punkt Nummer eins. Ja. Wie waren diese Spiele immer für dich, wenn es wirklich um alles geht? Das liebt man ja eigentlich als Fußballer. Du hast es eben schon gesagt, die Chance ist da. Geht man auch so in das Spiel, dass man pure Vorfreude eigentlich hat? Das ist auch ganz wichtig, wie du in die Woche trainiert hast, ne? Was du gemacht hast, was die Trainer, welche Hinweise gegeben haben. Man guckt auch auf Kollegen, wie hat dein Kollege trainiert, zieht er mit, hat den Kopf irgendwo anderes, also das gibt so viele Faktoren. Das geht nicht nur heute rauskommen, für viele Spieler vielleicht, aber die meisten von den Spielern sind vielleicht in die Woche schon, müssen sich auch ganz gut vorbereiten. Das ist, ich glaube, das Wichtige. Der andere Punkt ist, heute einfach den Kopf einfach frei zu haben. Ich weiß, dass der Druck ist zu groß, aber dafür sind die Spieler da. Also deswegen, du kämpfst immer um was. Ob der Abstieg ist oder Aufstieg,
als Fahrer heute hat die Möglichkeit, nochmal wieder jedem was gut zu erreichen. Und ich glaube, die Vorbereitung auf dieses Spiel ist immer das Schönste, weil du hast so viele Sachen im Kopf und nachher, wenn du in die Kabine bist, kurz vorher rauskommen, man guckt die Spieler an, deinen Kollegen, und da kannst du mit deinen Kollegen irgendwo da sprechen und das geht diese zusammenreißen. Und also rauszukommen und für was zu spielen, zum Beispiel so eine wichtige Sache wie heute, ne? Das ist immer, das macht immer so viel Spaß. Und ich glaube, dass Spieler müssen sich auch in diese Sache dran denken. Auch wenn er heute vielleicht nicht klappt, ist ein Punkt ist auch gut, weil du spielst auch nachher in zu Hause und du hast diesen Abstand immer noch von zwei Punkten immer noch. Ja, und dann kannst du am Ende der Saison nochmal wieder vielleicht hier in zu Hause nachlegen. Ne? Wollte ich gerade sagen, denn gerne wird ja der Druck immer auf die HSV-Seite gebracht, aber ich finde, unsere Position ist ja gar nicht so schlecht. Nee. Also wenn wir unentschieden spielen sollten heute gegen Heidenheim, man soll es nicht versuchen, aber wenn wir spielen sollten, dann haben wir immer noch die besseren Karten. Apropos. Ja, aber diese Sache im Kopf von einem Spieler muss immer mitspielen. Also diese, wie kannst du vor einem Spiel so ein bisschen beruhigt sein oder ein bisschen Ruhe? Ja, es gibt auch bestimmte Punkte, wo du als Spieler vielleicht denken, und das ist eine positive Sache, glaube ich. So, und apropos Position, wir müssen mal die Position wechseln. Ich habe unhöflicherweise auf mein Handy geguckt, aber wir haben natürlich auf die Aufstellung gewartet und die ist jetzt da. Das macht er immer. Komm mal mit. So, dann gehe ich mal wieder an mein Täfelchen hier. Jetzt kommt die Aufstellung. Wo muss ich hingucken? Hier, ne? Jetzt kommt die Aufstellung. Okay. Wir fangen an. Im Tor? Keine Überraschung, Julian Pollersbeck. Und wir fangen wieder unten an. Wir fangen wieder unten an. Ja, nächstes Mal machen wir quer. Aber heute fangen wir unten an. So, und jetzt muss es eigentlich, nachdem was jetzt so alles an Gerüchten da war, jetzt muss es spannend werden und das wird es bestimmt. Jetzt wird es auch spannend. Ich gebe dir erstmal einen ersten Verteidiger, den du vielleicht nicht erwartet hättest. Jordan Beyer. Jordan Beyer? Aber den würde ich dann auf rechts packen? Nicht ganz nach rechts. Also pack ihn mal, ja, doch so auf die Höhe. Okay, nicht ganz nach rechts. Wir erwarten nämlich Folgendes. Ich gebe dir jetzt auch mal unsere beiden erwarteten Innenverteidiger, Rick van Drongelen und Timo Letschert. Zuerst mal den Letschert, den packst du mal in die Mitte. Okay. Und Rick van Drongelen, den packst du mal nach links. Okay. Das ist unsere Dreierkette heute. So erwarten wir es zumindest. Denn wir haben noch zwei weitere Außenverteidiger, die auch dort spielen, aber dann halt ein bisschen versetzt. In der Offensive dann eine Dreierkette, in der Defensive vielleicht eher eine Fünferkette. Da fangen wir links an, Tim Leibold. Wir spielen mit einer, Dreier- oder Fünferkette. Haben wir in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht oder wenn überhaupt dann ganz selten gehabt? Also ich kann mich gar nicht erinnern. In der Vorbereitung haben wir es mal gespielt auch und hin und wieder im Training. Also die wissen, glaube ich, schon, was sie machen müssen. Also ganz überraschend kommt das nicht. Aber wir haben auf der rechten Seite jemanden, über den wir uns sehr freuen, dass er dabei ist, Jan Jamra. Jumbo! Jumbo ist dabei, nicht Wagnermann. Der zunächst nur auf der Bank. Ja, aber lass uns das kurz angucken. Ja, lass uns kurz angucken. Also macht daraus, was ihr meint, ob es eine Fünferkette ist oder eine Dreierkette mit zwei, die dann eher doch ein bisschen nach vorne marschieren sollen, was bei Leibold ja sehr gut funktioniert bei seinen ganzen Vorlagen. Also auf jeden Fall eine taktische Variation. So, dann kommen wir zu dem Mann vor der Abwehr. Das ist heute nicht Adrian Fein. Es ist Gideon Jung. Also die letzten 7 Male war das Adrian Fein und jetzt ist es Gideon Jung. So, ja, ich weiß gar nicht. So. Ja. So machen wir mal. Ja, mach mal ruhig eine Dreierkette unten aus. Findest du es besser so? Ja. Ja. Ich sag ja, man kann machen, was man will. So. Also wenn der auch, dann machen wir später. So. Dann haben wir Aaron Hunt, unseren Kapitän. Ja. Den schätzt du auf die 8, genau wie ein Rückkehrer in die Startelf, der die letzte Woche noch gefehlt hat, Jeremy Duziak, auch da, der ist ja immer in harter Konkurrenz mit David Kinzombi, auch um die Position dort auf der 8. Und dann erwarten wir vorne einmal Martin Hanig, aha. Den würde ich jetzt nicht ganz auf Außen, sondern eher vielleicht Doppelspitze und neben ihm der Torschütze der letzten Woche, Joel Prochampalo. Junge, Junge, Junge! Ich finde, das sieht sehr schön aus. Das ist also unsere Startelf. Mehrere Überraschungen. Insgesamt auf
4 Positionen, glaube ich, wenn ich gerechnet habe, gewechselt. Rick van Drongelen ist dabei, Jordan Bayer, Jan Jamra und Jeremy Duziak. Gideon Jung hat ja schon gespielt in der Innenverteidigung für Rick van Drongelen. Das bedeutet... Wir machen so ein bisschen Ups und wir hoffen, dass es der Gegner auch macht. Ne? Das ist der Effekt, der dabei dann auch rauskommen soll, dass Heidenheim sagt, oh, hoha. Ja, wir kommen zur Bank. Dort haben wir Daniel Heuer-Fernandes als Ersatztorwart. Dann David Kinzombi, Joscha Wagnermann, Lukas Hinterseher, Sonny Kittel, Bakary Jatta, Khaled Narey, auch der ist zurückgekommen, ja. Der war ja die letzten Wochen verletzt, muskuläre Verletzung im Knie gehabt, ist in den Kader gerutscht, Adrian Fein und auch ganz neu dabei Stefan Ambrosius, das erste Mal, der trainiert ja mit, seit der Corona-Krise wieder mit bei den Profis, der ist auch als 20. Mann im Kader. Okay, also auch da die eine oder andere Überraschung, denn... Das können wir auch noch dazu sagen. Wir haben ja normalerweise immer die Verletztenliste. Die haben wir heute auch, die brauchen wir aber nicht, weil es gibt keine Verletzten. Alle sind mit im Training und deswegen konnte der Trainer aus dem Vollen schöpfen und deswegen hat es den einen oder anderen vielleicht auch erwischt, dass er gar nicht in den Kader gekommen ist. Ja, wir schauen nochmal, wer dabei ist, wer nicht dabei ist, aber der auf dem Trainingsplatz war. Tom Mickel, der ist dabei, der ist auch mit in Heidenheim. Der sitzt auf der Tribüne in der Delegation und der feuert immer besonders an. Der ist so... noch so ein positiver Faktor und der ist also mit, als 21. Mann ist aber nicht im Kader. Bobby Wood, Everton, Chris Moritz, Louis Schaub, Jairo Samperio und Xav Amici, die haben es nicht in Kader geschafft, haben aber alle gestern beim Training teilgenommen. Ja, und die anderen sollen es jetzt richten gegen Heidenheim. Das wird ein schweres Stück Arbeit und wir haben uns mal angehört, was einmal unser Spieler Jan Jamra, der ja dabei ist, Jumbo, und auch unser Trainer zum Gegner gesagt haben. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Moin und hallo zum Spieltagscheck. Der 33. Spieltag steht an und wir sind zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Ja, es ist ein eingeschworener Haufen. Die arbeiten schon lange miteinander zusammen. Der Trainer ist jetzt seit 13 Jahren da. Eine unangenehme Mannschaft, aber das wissen wir. Zweite Liga ist gegen jeden Gegner, ist unangenehm. Und ja, das müssen wir annehmen, das werden wir annehmen und dann wollen wir das Spiel da gewinnen. Heidenheim ist eine Mannschaft, die irgendwann sicherlich den großen Sprung machen wird. Ja, weil da wird sehr, sehr professionell gearbeitet, genau wie Sie sagen, mit bescheidenen Mitteln. Ja, aber sehr guter Trainer, ist, glaube ich, eine riesen Seltenheit im deutschen Fußball, dass einer, glaube ich, 13 Jahre jetzt mittlerweile im Amt und Würden ist. Ja, und es immer wieder versteht, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die alles das in die Waagschale für das Heidenheimer Fußball auszeichnet. Power, Dynamik, Zweikampfstärke, Robustheit. Ja, das sind genau diese Fragmente, die Heidenheim immer wieder dazu hinführen, dass sie jetzt über Jahre in der Spitzengruppe mit dabei sind. Und auch im Winter habe ich im Übrigen gesagt, dass man Heidenheim auf dem Zettel haben sollte. Ja, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, nämlich was Spieler, was Trainer gesagt haben und um die Aufstellung. Rodolfo, die Aufstellung, du hast sie auch gesehen. Was sagst du dazu? So, große Überraschung. Ne? Ich hoffe, dass alles gut geht. Man sieht einen Spieler, der schon lange nicht gespielt hat, aber wahrscheinlich der Trainer hat er ganz gut gesehen, dass er in die Woche wahrscheinlich sehr gut trainiert hat. Und hat er vielleicht in eine oder andere Position reagiert. Und finde ich mit dieser Formation, ich glaube, das sind alle Spieler da, die man in diesem Spiel braucht. Zum Beispiel vorne mit Erfahrung und nach hinten etwas sicher. Defensiv wäre wahrscheinlich eine 5-Rakete sein, das ist klar. Ein bisschen Vorsicht muss man auch sein heute gegen diese Mannschaft, die zu Hause schon fast alle Spiele gewonnen die letzte Zeit. Und deswegen, ich glaube, diese Vorsicht muss einfach ein bisschen da sein, glaube ich. Ist ja vielleicht auch in den Zeiten, wo ein Trainer 5-mal wechseln kann, vielleicht auch ein bisschen einfacher, ne? Ein bisschen mehr umzustellen. Er kann ja mehr korrigieren als sonst. Das stimmt. Und hat sich natürlich auch ein bisschen auf den Gegner eingestellt, wie du gesagt hast. Wahrscheinlich schon die eigene Stärke jetzt dadurch, dass man den Gegner auch einfach stärker bespielen kann wahrscheinlich. Ja, klar. Also die Gegner, die heute gegenüber da ist, das ist auch das Gehirn in dieser Liga vielleicht eine von den besten. Also mindestens was in Zuhause spielt. Es ist immer die letzte Zeit ganz gut Ergebnis da geliefert. Und deswegen hat er wahrscheinlich die Trainer ein bisschen auch diese Formation auf diese Mannschaft ein bisschen reagiert. Ne? Also diese 5-Rakete ist immer kompliziert. Aber wenn man nicht gespielt haben, ist in so einem wichtigen Spiel ist es manchmal, also
ich glaube, ich bin die Meinung immer, wenn du eine Fünferkette spielst oder eine Dreierkette, wie man sagt, dann musst du früher auch trainieren haben. Ich hoffe, dass die da richtig in den Griff bekommen haben, weil das ist nicht so einfach, ne? Auf einmal so eine Dreierkette zu spielen. Ich hoffe, dass es gut geht, ja. Die haben auch sehr viel trainiert im Stadion. Der Trainer, der hat ein Risiko gemacht. Ne? Ja, aber ich glaube, er ist sich da relativ sicher. Er ist ja ein erfahrener Trainer. Die haben auch ganz oft im Stadion trainiert, da wo keiner reingucken kann. Wo wir aber reingucken wollen, und das ist dann die Überleitung, ist in euer Wohnzimmer oder in euer Zuhause, auf euer Sofa. Schickt uns eure Fotos, wie ihr heute dieses Spiel, dieses Knallerspiel, Dritter gegen Vierter am vorletzten Spieltag, wie ihr es verfolgt. Verseht es mit dem Hashtag mit Hamburg im Rücken oder mit dem Spieltags-Hashtag FCH-HSV und dann kommt ihr auch eventuell hier in die Show. Und die schönsten Bilder zeigen wir, ne? Alles rüberschicken, da sind immer ganz, ganz tolle Bilder dabei. Und wir haben natürlich auch, wie jedes Mal, die Familie des Tages, die heute ganz, ganz fest die Daumen drückt. Hallo, wir sind Familie Stapelfeld. Wir freuen uns heute riesig, die Hansel-Merkur-Fanfamilie zu sein. Wir sind... Ich bin Janik, ich bin 7 Jahre alt, ich liebe den HSV. Ich bin Moritz, ich bin 5 Jahre alt und liebe auch den HSV. Das ist Tim, 2 Jahre alt, er liebt auch den HSV. Ich bin Christian, 36 Jahre alt. Wir fiebern den Anstoß entgegen gegen Heidenheim. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir heute die 3 Punkte aus Heidenheim mit nach Hamburg nehmen und nächsten Jahr wieder erstklassigen Fußball in Hamburg erleben dürfen. Wir sind regelmäßig im Stadion. Meine beiden Großen haben schon ihr erstes Spiel in der ersten Liga erlebt. Ich bin mir sicher, dass mein Kleinster das auch machen wird. Und jetzt geht's gleich los. Wir sind mega aufgeregt, wie vor jedem Spiel. Ich sag mal, nur der HSV. Nur der HSV. Tschüss. Ciao. Die Familie des Tages und auch wir sind hier bei Warm-Up beim HSV auf dem YouTube-Kanal. Eine ganz große Familie, so soll das sein. Wir können nicht zusammen ins Stadion wegen Corona. Corona lässt uns nicht rein, aber hier kann uns keiner von abhalten. Und je mehr wir sind, desto schöner ist es. Schön, dass ihr dabei seid, auch beim nächsten Spiel natürlich immer Warm-Up vom HSV-Spiel. Und wir drei, wir machen jetzt mal ein schönes Familienfoto. Stimmt, müssen wir noch machen. So, ein bisschen ran. Das machen wir jedes Mal, ne? Jedes Mal, wenn wir ein Foto machen, dann liege ich immer so. Die Leute glauben, ich bin in Rom geboren. So. Noch ein paar Weintrauben und dann. Noch das Bein so ein bisschen hoch vielleicht. Ja, das passt. Ja, so. Rodolfo, wichtiges Spiel. Du hast früher auch viele wichtige Spiele gehabt. Ja. Da gibt es ja auf der einen Seite so die Vorfreude und auf der anderen Seite den Druck, auch den man hat. Wie schafft man es jetzt, dass die Vorfreude größer ist als dieses Empfinden für den Druck? Also den Druck, glaube ich, der geht weg, wenn man rauskommt. Also davor, klar, die Woche, jetzt kurz vor dem Spielbeginn, also man kümmert sich um viele Sachen da, aber ich glaube, wenn den Ball rollt, wenn du draußen bist und den Ball rollt, ich glaube, der Druck ist schon vorbei. Also du guckst einfach nur, dass du das Spiel gewinnen will oder gewinnen musst. Und da hast du deinen Kollegen dabei, der ein oder andere vielleicht zieht einfach mit. Das ist, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt heute, dass ein oder andere Spieler auf dem Platz einfach in die schwierige Zeit, weil wahrscheinlich heute würde so ein Spiel sein, wahrscheinlich würde es schwieriger sein, ja, ganz klar. Man vielleicht leidet auch ein Spiel, weil vielleicht Heidenheim macht Druck oder sowas. Aber dafür habe ich gerade gesagt, dass sind Spieler mit so vielen Bundesliga-Erfahrungen, die heute einfach diese Erfahrung auf den Platz bringen muss. In andere Situation vielleicht das Spiel ein bisschen super ruhig, keine Ahnung, da kannst du mit den Kollegen sprechen, wenn man sieht, dass ein oder andere vielleicht ein bisschen nervös, da kannst du da hingehen und ein bisschen beruhigen. Also das geht heute wirklich um die Mannschaft, ne? Wie die Mannschaft sich präsentiert. Und deswegen, das sind, ich glaube, bei uns sehr viele Spieler dabei, die einfach Erfahrung haben, da müssen sie heute wirklich auf dem Platz alles diese Erfahrung bringen. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, für mich war einfach so, die Vorbereitung war vielleicht etwas nervös, also das gehört dazu, aber wenn das Spiel beginnt, ist alles vergessen. Also da hast du nur ein Ziel nach vorne, das Tor gegenüber und das muss einfach reingehen in die Kugel. Hast du die Nervosität bei dir selber dann auch anders behandelt vor so einem Spiel als sonst in der Saison? Also hast du irgendwas anders gemacht, als du als Spieler aktiv warst? Weil wir haben auch eben über die Wechsel vom Trainer gesprochen, aber für dich selber?
Also mich irgendwo was anderes vorbereiten. Ja. Ja, da hast du diese vielleicht ein Ritual in die Kabine, da gehst du vielleicht einen Kollegen, wo du da hingehst, du weißt, dass er vielleicht immer eine gute Worte hat für dich. Und da sind manchmal bei Hermann Rieger bei der Massage gegangen und hatte mit Hermann 2, 3 Worte gesprochen und wieder raus. Also das gibt so viele Sachen, wo man ein bisschen diesen Druck abbauen kann. Einfach so nutzen, ja, vor dem Spiel, klar. Und wie sehr schaut man auf den Trainer auch, wenn wir jetzt so einen erfahrenen wie Dieter Hecking haben, der ja noch sehr viel Ruhe ausstrahlt und auch auf der Pressekonferenz das so mit seinen Aussagen getätigt hat, beruhigt denn das auch als Spieler? Ja, das ist auch eine Sache, wo man immer einen Blick haben kann, so auch wie die Trainer in die Kabine, wie der mit den Spielern umgeht, ob er ist dabei oder der geht weg. Ich glaube, in so einer Phase braucht, dass du einfach die Trainer in eine, vielleicht nicht die ganze Zeit in die Kabine, aber mindestens vor dem Spiel raus, also dass die Trainer da hingehen und mit den Spielern sprechen, das gehört dazu. Manchmal für ein oder andere Spieler vielleicht, das beruhigt sie ein bisschen und man braucht vielleicht ein oder andere Spieler, vielleicht die Spieler, die ein bisschen jung sind. Das ist klar, dass ein Trainer ist vielleicht in dieser Situation wichtig auch. Ne? Ja, wir haben viele von euch, die mitfiebern von überall. Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch für den einen oder anderen Fan auch ganz gut, das mal ein bisschen zu beruhigen. Ja, genau. Und wir haben auch den einen oder anderen Fan, der seine Minute HSV hier bekommt, um nochmal der Mannschaft zu sagen, wo es heute längst gehen muss. Und wer GZSZ kennt, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, so wie HSV und Werder Bremen, der gute Zeiten HSV, der kennt den auf jeden Fall. Moin Moin aus Berlin nach Hamburg. Mein Name ist Felix von der Venter und ich bin mein ganzes Leben schon HSV-Fan und das wird sich auch nie ändern. Die Raute ist hier tief drin. Hier in Berlin ist scheiß Wetter, aber das macht nichts, denn heute ist es soweit. Wir spielen leider auswärts in Heidenheim. Macht nichts. Geht da raus, konzentriert euch und kämpft, okay? Und schmeißt euch in jeden Ball. Macht einfach die Pille rein. Holt 3 Punkte. Ich weiß, es ist mal leichter gesagt als getan, aber denkt immer dran. Ich, ganz Hamburg, wir sind immer bei euch. Okay? Und ich bin echt nervös, Alter. Krass, es geht halt um den Aufstieg, ne? Und ja, die Daumen sind gedrückt. Nur der HSV. Ciao. Ja, Felix, wir können das sehr gut nachvollziehen. Definitiv. Also bei ihm ist die Anspannung schon deutlich zu spüren. Ja. Bei uns auch? Ja, bei uns auch. Wir haben mit euch natürlich auch heute wieder was vor, denn ihr könnt was gewinnen. Und wer anders kann das bringen als jemand, der heute auch noch so schlank aussieht? Schaut ihn euch mal an. Hier ist Dino Hermann. Komm rein! Moin, Dino! Meinem Papa gehe ich bald schon wieder hin. Ja, du hast Fitness gemacht, deswegen. Aber auch, ich glaube, das Schwarz macht auch schlank. Also es steht dir sehr, sehr gut, muss man ehrlich sagen. Aber hat er noch was unterm... Ja. Er ist noch schlanker eigentlich. Er hat doch da was versteckt. Bisschen Understatement. Ja. Das ist cool. Guck an, du. So, und wer Warm-Up kennt, der weiß... Dankeschön, Dino. Der Warm-Up, weil das hier ist nicht für uns, das ist für jemanden von euch. Das ist nämlich das Auswärtstrikot, unterschrieben von der Mannschaft. Und das gibt es heute zu gewinnen. Ja, vielen Dank Dino für das Geschenk. Wir geben es weiter, drück die Daumen. Wir wissen, du bist auf jeden Fall voll dabei. Auch von hinten, du Model, ey. Das ist richtig, ja. Das Schwarz steht ihm gut. So, Gewinnspiel, das ist heute ein bisschen schwerer auch wieder. Wir haben letzte Woche schon ein schweres gehabt, da haben wir die Fan-Choreo des Tages gesucht. Heute suchen wir den Spieler des Tages und dazu haben wir ein paar Tipps, wer sich hinter dieser Silhouette verbirgt. Er wurde von Bruno Labbadia trainiert, also war eine Zeit lang war Bruno Labbadia der Trainer. Er hat mit Paul Scharner zusammengespielt, aber nicht mit Marcel Janssen. Und er hat 240 Bundesligaspiele in der ersten Bundesliga gespielt und mehr als 60 Tore geschossen. Und der letzte Tipp, er ist ein aktueller HSV-Spieler. Wer könnte das sein? Ja, es ist nicht ganz so einfach. Aber ihr habt ja auch ein bisschen Zeit, das Ganze zu lösen. Es geht um das Trikot. Eure Lösung schreibt ihr direkt unten in den Chat rein. Meldet euch bitte auch an für den YouTube-Kanal des HSV und sagt allen Bescheid, damit wir das nächste Mal bei Warm-Up dann noch mehr sind. Ja, und wenn man die Silhouette so sich anschaut, dann könnte man sogar sagen, vielleicht ist er auch Rechtsfuß. Man weiß es aber nicht. Vielleicht hat man ihn auch einfach nur
Und es ist nicht. Vielleicht ist es von hinten. Vielleicht ist es von hinten. Ja. Vielleicht hat er die Raute hinten auf der Schulter. Ist ein Tattoo. Wir sind gespannt auf eure Antworten. So schwere Fragen gibt es jetzt nicht. Wir kommen nämlich zum Quiz, tada, zu unserem 45-Sekunden-Quiz mit unserem Gast. Und ja, wir haben hier eine Tabelle für euch, die zeigt euch, wie die Punkteverteilung bis jetzt gewesen ist. Da haben wir ganz vorne Timo Horn gehabt, der 7 Punkte gemacht hat. Da haben auch schon dreimal sogar schon 6 Punkte. Also Rodolfo, da kommt ein bisschen was auf dich zu. Du hast 45 Sekunden Zeit. Okay. Ja, Fragen um den HSV. Habe ich noch nie gemacht. Ja, wenn du eine Frage nicht weißt, einfach weiter sagen, dann kommt sofort die nächste Frage. Irgendwann, wenn du immer weiter sagst, fange ich wieder von vorne an. So viele Fragen habe ich nicht. 45 Sekunden, und Dirk nimmt die Zeit. Ich sage, wann es losgeht. Das ist die wichtigste Aufgabe des Tages. Und du bist soweit, ne? 3, 2, 1, los! Zu welchem Club wechselte Jonathan Tah, als er den HSV verließ? Leverkusen. Von welchem Verein kam Aaron Hunt zum HSV? Wolfsburg. Für wie viele Clubs spielte Rodolfo Cardoso in der Bundesliga? 4. Was ist 5×20? 100. Wie viele Argentinier spielen zurzeit in der Profimannschaft des HSV? Keiner. Wo liegt in Hamburg das historische Treppenviertel? Blankenes. Welcher ehemalige HSV-Profi spielt zusammen mit Marcel Jansen beim HSV 3? Der Hockey. Richtig. Wie heißt das Denkmal, um das beim HSV der Walk of Fame verläuft? Weiter. Wie lautet der Spitzname von Daniel Heuer Fernandes? Top. Ferro wäre es gewesen. Ferro. Das war nicht Daniel schlecht. Das war nicht schlecht. Und wir wollten dir noch sagen, man kann das von hier aus sogar sehen. Das Uwe Seelerfuß, genau. Darum ist der Walk of Fame. Ja, und dann Piotr Truchowski natürlich bei Marcel Jansen im 3. Blankenese, keine Argentinier. 6 Punkte, ne? 6 Punkte. Ja, 6 Punkte. Ja, 6. Damit bist du aber dabei. Vorne mit dabei, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Ich habe noch nicht gemacht das, ne? Also, gibt für alles ein erstes Mal. Ja, hervorragend. Sehr gut. Gut. Ich blätter mal um. Ich muss erst mal gucken, wie wir es weitermachen. Und sage euch, dass wir. Was haben wir denn jetzt? Achso, das Quiz. Und direkt danach. Ja, das ist eine super Geschichte, denn HSV Inside ist ein Fanclub, der auch im Netz sehr, sehr aktiv ist. Sie haben eine super Aktion gestartet, wie wir gefunden haben. Wir haben das gesehen und haben gesagt, wow, das sollen eigentlich alle sehen. Schaut euch das hier mal an. Tolle Aktion. Super. Mit Hamburg im Rücken. Nur der HSV! Wir für euch! Wir für uns! Nur der HSV! Auf geht's, Jungs! Nur der HSV! Wir für euch und ihr für uns. Mit Hamburg im Rücken. Nur der HSV. Wir für euch und ihr für uns. Mit Hamburg im Rücken. Nur der HSV. Wir für euch, ihr für uns. Wir glauben an euch, ihr für uns, wir für euch. Nur der HSV. Wir für euch, ihr für uns, nur der HSV. Wir für euch, ihr für uns, mit Hamburg im Rücken, nur der HSV. Wir für euch und ihr für uns, mit Hamburg im Rücken, Mann, nur der HSV. Wir für euch, ihr für uns und natürlich mit Hamburg im Rücken und alles, was zählt, ist nur der HSV. Mit Hamburg im Rücken, nur der HSV. Wir für euch und ihr für uns, mit Hamburg im Rücken, nur der HSV. Wir für euch und ihr für uns, nur der HSV. Mit Hamburg im Rücken. We'll be right back.
Hier ist Warm-up vor den Spielen des HSV, immer für euch auf dem YouTube-Kanal des HSV. Und das waren die Bilder von euch von heute. Wie schaut ihr das Spiel? Wo schaut ihr das Spiel? Wieder sehr, sehr schöne Bilder dabei. Danke, dass ihr die geschickt habt und sagt es allen weiter, damit wir dann auch immer mehr werden. Wir haben immer eine tolle Sendung für euch, ab eine Stunde vor dem Spiel mit tollen Gästen. Und natürlich schauen wir uns auch den Spieltag und die Tabelle an. Wir fangen jetzt mal mit der Tabelle an. Darum geht es ja heute hier. Es ist richtig spannend und sehen da oben einen Zweitligameister, der schon feststeht, Bielefeld. Die auch, muss man ja wirklich sagen, die beste Saison gespielt haben. So, und danach ist es aber richtig eng. Es geht bei drei Mannschaften noch um zwei Plätze. Und Stuttgart ist mit 55 Punkten im Moment einen Punkt vor uns und wir zwei Punkte vor Heidenheim. So eine Tabelle, da fragt man sich immer, könnte inzwischen ja vielleicht auch anders aussehen, das Ganze. Das macht aber alles keinen Sinn. Das ist jetzt die Situation, die muss man annehmen. Ja, wir können auf jeden Fall heute Heidenheim erstmal hinter uns lassen, weit hinter uns. Mit einem Sieg würde Heidenheim am letzten Spieltag nichts mehr erreichen können. Wir können also den Relegationsplatz heute sicher machen. Das auch etwas, was du vorhin angesprochen hast, das ist im Grunde schon positiv. Man kann heute schon mal einen Schritt machen und dann hätte man zumindest den Kampf um den Aufstieg in der eigenen Hand. Ja, genau. Also man muss auch rechnen, dass Stuttgart heute Nürnberg spielt. Also Nürnberg braucht auch die Punkte, ne? Weil die stehen auch da unten. Das wäre auch nicht einfach für die. Da kann auch vielleicht ein bisschen mitrechnen. Aber heute, also wir müssen einfach punkten da. Das geht nicht anders. Also. Das stimmt. Ein Punkt würde uns auf jeden Fall Heidenheim vom Leib halten. Aber natürlich mit einem Dreier könnte man auch an Stuttgart vorbeigehen. Wenn die in Nürnberg passen. Na, vor allem, weil Nürnberg ja letzte Woche richtig stark gespielt hat. Die haben hoch gewonnen. Vielleicht nehmen die diesen Schwung auch mit. Aber hätte, könnte, wäre. Schauen wir uns mal weiter die Tabelle an. Wir kommen in den Bereich, der dann nicht mehr, im Moment nicht mehr ganz so interessant ist. Dann haben wir nämlich hinter Heidenheim dann Darmstadt schon mit 6 Punkten Abstand auf Heidenheim. Bochum, Hannover, die sich gut gefangen haben in der Rückrunde. Fürth und Kiel, das ist die erste Tabellenhälfte. Ja, wir blicken auf die zweite Tabellenhälfte. Die wird angeführt von Regensburg, dann Aue, Sandhausen. Auch St. Pauli, ja, noch mit braucht noch einen Punkt, um ganz sicher in der Liga zu bleiben. Dann Osnabrück und dann kommen wir natürlich zu der engen, zu den Mannschaften, die da noch ganz eng um den Abstiegskampf kämpfen. Nürnberg heute gegen Stuttgart, die brauchen auch einen Sieg, damit werden sie dann auch noch nicht so gut wie gesichert. Aber Karlsruhe, die spielen heute gegen Bielefeld, da schauen wir gleich mal drauf und dann Wiesbaden und Dresden. Auf Tabellenplatz 18. Ja, für Dresden ist schon richtig duster. Da muss schon alles zusammenkommen, damit die das irgendwie noch hinbekommen. Aber gerade so in dem Bereich Karlsruhe, Nürnberg, da kann halt noch eine Menge passieren. Deswegen auch die Hoffnung, dass da dann auch gegen Stuttgart bei Nürnberg noch ein paar Kräfte extra frei werden. Hätte man ja auch vorher nicht erwartet, dass Nürnberg da so weit unten steht, bis zum Ende vor allen Dingen. Du hättest sie wahrscheinlich auch viel, viel stärker erwartet schon vorher, oder? Ja klar, so vor der Saison habe ich als vielleicht ein Kandidat für diese für den Aufstieg. Also da stand auch Hannover auch noch dazu, vielleicht in meinen Gedanken. Aber beide Mannschaften waren diese Saison wirklich nicht so stark, wie wir gedacht haben. Vielleicht zeigen Sie es jetzt auf den letzten Metern. Wir schauen mal auf den Spieltag. Ja, denn auf diese Tabelle drauf kommt jetzt der 33. Spieltag und da beginnen wir oben mit Nürnberg gegen Stuttgart, haben wir gesprochen. Dann unsere Jungs in Heidenheim. St. Pauli spielt gegen Regensburg, Darmstadt gegen Wiesbaden, Bochum gegen Fürth, Aue gegen Hannover, Sandhausen gegen Dresden, Osnabrück gegen Kiel und Karlsruhe gegen Bielefeld. Wer weiß, für Karlsruhe auch vielleicht ein Vorteil, dass Bielefeld durch ist. Kann sein, dass die ein bisschen gefeiert haben. Also das ist der Spieltag heute. Alle zeitgleich. Eigentlich eine schöne Sache. Unser Netradio ist leider nicht vor Ort in Heidenheim, deswegen können wir heute keine Schalte machen, weil die sitzen leider auch wieder im Büro. Sie dürfen nicht mit nach Heidenheim. Auch wir haben alles versucht, aber wir haben einen reinbekommen. Das ist unser Pressesprecher Philipp Langer und von dem hören wir uns jetzt noch was an. Moin und hallo aus Heidenheim an der Brenz. Ihr seht es im Hintergrund, dort fährt gerade der Mannschaftsbus vor. Unsere Mannschaft am 33. Spieltag beim FC Heidenheim hier vor der Voith Arena, der höchstgelegenste Bundesliga-Standort oder Spielort, vielmehr in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, leicht bewölkt. Ihr könnt es sehen, aber wenn die
Sonne sich durchkämpft, dann brennt es auf der Haut. Es brennt heute hoffentlich auch auf dem Platz. Unsere Mannschaft ist gestern schon angereist, hat nur gut 5 Autominuten von hier entfernt in einem Hotel übernachtet. Im Hintergrund, ihr könnt es gerade sehen, ist die Mannschaft eben angekommen. Heute geht's um 3 ganz, ganz wichtige Punkte. Ihr seid wieder ganz nah dran mit dem HSV-Netradio. Es heißt Daumen drücken, uns ein und dem HSV natürlich ein hoffentlich gutes Spiel. Zurück ins Studio, Rodolfo, liebe Grüße. Ja, guck, Rodolfo, dich grüße, uns nicht. So ja, vielen, vielen Dank. Das, ja, müssen wir ihm noch mal vorhalten. Von Philipp kommen wir aber zu den Aufstellungen nochmal. Die unsere haben wir schon auch ein paar Mal schon lange besprochen. Jetzt aber ein Blick auf die Aufstellung von Heidenheim. Dort im Tor Kevin Müller und dann erwarten wir ja, eine Viererkette mit Manon Busch, Patrick Meinker, Timo Beermann und Jonas Föhrenbach. Sehr, sehr eingespielt diese Viererkette davor. Einmal Sebastian Griesbeck, der Kapitän, und Niklas Dorsch. Dann auf den Außen Robert Leipertz und Mohr auf der linken Seite und ganz vorne dort Kleindienst und Otto. Ja, Rodolfo, 4-4-2, so sieht es aus, ne? Oder? So sieht Da haben wir ja vorher gesprochen, ne? Ja. Ja, ist eine starke Mannschaft. Also ich habe von dem nicht so viel gesehen, nur vielleicht manchmal der Gegner oder die Tore zusammenfassen. Und also ich wiederhole mich, also zu Hause sind sie nicht stark. Aber wir haben auch eine starke Mannschaft für euch und sehe auch das positiv von der ganzen Sache, dass wir da auf jeden Fall was mitnehmen können. Ja. Ja, sehr, sehr konstant. Heidenheim, wir werfen noch einen Blick auf die Bank. Der Gastgeber, dort haben wir einmal den Ersatzhüter Eicher, dann Hüsing. Ja, einer der langjährigen Spieler vom Heidenheim Schnatterer hat es in Kader geschafft, hatte muskuläre Probleme. Jetzt auf der Bank auch ein ganz gefährlicher Freistoßschütze. Zunächst erstmal nicht in der ersten Elf, dann Schimmer, Tomalla, Sesser, Multhaupt, Kehrschbaumer und Teuerkauf. So, das ist unser Gegner und das ist das, was wir dagegen setzen. Bei Warm-up sind wir immer für euch eine Stunde vor dem Spiel da, machen zuerst immer unsere Aufstellung, haben da heute schon drüber gesprochen, also Polle im Tor. Ja, und dann gibt es eine Veränderung, denn wir spielen irgendwas zwischen Dreier- und Fünferkette. Hinten mit Letschert in der Mitte, Van Drongelen auf links, Bayer auf rechts und davor dann auf den Außenbahnen Leibold und Jamra. Auch im Mittelfeld haben wir eine Änderung, nicht Adrian Fein wie sonst, sondern Gideon Jung, der letzte Woche ja zurückgekehrt war und dort den Platz von Rick van Drongelen angenommen hat, der heute auf der 6. Davor unser Kapitän Aaron Hunt und Jeremy Duziak, auch der zurück nach muskulären Problemen. Und ganz vorne erwarten wir eine Doppelspitze. Ja, eine Doppelspitze mit Martin Hanig und Joel Prochampalo. Nicht schlecht, oder? Das wird immer besser. Sehr gut. Ich sage, wenn die noch eine halbe Saison so weiterspielen, dann haben wir den Namen drauf. Ja, und nächste Woche, dann frage ich nochmal ab, dann hast du es endgültig. Ja, aber wir haben natürlich auch noch eine Bank. Wir haben viele Spieler und auch da musste der eine oder andere da auf einmal zu Hause bleiben, weil der Trainer die ganz große Auswahl hat. Wir haben keine Verletzten im Kader. Im Moment sind alle bereit. Er hat sich entschieden für Daniel Heuer-Fernandes als Ersatztorhüter, dann David Kinzombi, Khaled Narey zurückgekehrt, Sonny Kittel, Lukas Hinterseer, Vakeri Jatta, Joscha Wagnoman, Adrian Fein und Stefan Ambrosius das erste Mal dabei. Eine Menge zu diskutieren, deswegen wird bestimmt auch eine Menge los sein im Social-Media-Bereich. Und das ist die Überleitung zu unserer nächsten Rubrik. Moin. Moin, Dino. Schön, dass du da bist. Ja, bewegte Zeiten. Man merkt, selbst du stockt, dir stockt der Atem. Mir stockt der Atem. Ja, es sind ganz bewegte Zeiten. Was sagt die Community? Was sagt der Chat? Wie ist die Stimmung? Ja, erstmal haben uns total viele Kommentare von euch erreicht und total viele Bilder, die ihr auch in der Sendung gerne sehen wolltet. Man merkt einfach, oder wir haben gemerkt, dass ihr alle wisst, okay, heute geht's um alles. Das ist ein wichtiges Spiel und da habt ihr ganz, ganz viele Kommentare hinterlassen und Bilder geschickt. Ja, das ist so erstmal das Grundrauschen, was ganz groß ist heute. Denken die Leute denn so? Kannst du uns so einen Querschnitt geben, auch zur Aufstellung oder grundsätzlich zur Anspannung?
Ja, total. Also wie es immer so ein bisschen ist, auch bei euch, also ihr seid auch ein bisschen gespalten. Es gibt die, die sehr positiv gestimmt sind und die dieser Chance sozusagen entgegenfiebern, die wir jetzt heute in Heidenheim haben. Zum Beispiel Toni hat geschrieben, lieber HSV, kämpft für eure Fans und eure Stadt, lasst uns wieder erstklassig werden. Wir glauben an euch, nur der HSV. Das ist natürlich das, was auch wir unter der Woche gesagt haben. Das ist eine Chance für uns. Wir möchten wieder erstklassig werden. Und so gehen wir auch das rein. Aber es gibt natürlich auch die Fans, die noch ein bisschen den Chancen, die wir jetzt vergeben haben in den letzten Spieltagen, hinterher trauern und die nicht ganz so positiv eingestellt sind auf das Spiel. Zum Beispiel Carsten, wird wohl leider nichts, so sehr ich es mir auch wünsche. Wir wünschen uns das alle und wir hoffen auch, dass es was wird. Und abschließend vielleicht, was ich ganz gut fand, der Christoph hat zum Beispiel geschrieben, wenn man mit der Einstellung ins Spiel geht, dass man etwas verlieren könnte, spielt man automatisch gehemmt. Jungs, wir können was gewinnen, nicht nur den Aufstieg, sondern tausende Herren, auf geht's, nur der HSV. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wie wir heute das Spiel angehen müssen. Das ist eine Chance für uns. Ja, ich glaube auch, natürlich ist man hin und her gerissen, auch nach den letzten Wochen ist es ja nicht so, dass wir hier jetzt alle sitzen und sagen, war ja gar nicht, ist alles gut. Nee, nee, aber heute kommt es darauf an, Stehvermögen zu haben und um jeden Fan sind wir dankbar, der jetzt sagt, komm Leute, haut nochmal alles rein, wir stehen hinter euch, weil so gehört das und deswegen ist Warm-up auch da, alle zusammen. Vielleicht noch ein letztes Wort zur Aufstellung. Gibt es da besondere Anmerkungen oder wird bestimmt viel diskutiert, oder? Ja klar, also schon alleine, dass wir das System umgestellt haben, da muss ich großes Lob an euch aussprechen, liebe HSV-Social-Media-Fans. Ihr habt das messerscharf analysiert. Zum Beispiel Per hat geschrieben, das ist mal mutig. 3-4-1-2, ich find's gut, auf geht's, Sieg oder Spielabbruch. Spielabbruch wird schwierig heute, weil keine Fans da sind. Aber ja, von daher wurde viel diskutiert. Manche finden es schade, dass Kittel und Schaub nicht dabei sind. Aber am Ende muss der Trainer irgendwo den Cut machen und muss jetzt die Spieljungs ins Rennen schicken, wo er glaubt, dass wir die beste Chance haben, was zu holen in Heidenheim. Na, und ich meine auch, egal wie ungewöhnlich wir das jetzt finden, wir haben einen Trainer, der hat eine Menge Jahre auf dem Puckel und hat eine Menge richtig gemacht in seiner Karriere. Und ich ganz persönlich würde ihm das Vertrauen einfach mal schenken. Ha, so würde ich es machen. In Dieter we trust, ne? In Dieter we trust. Auf jeden Fall. Wo ist in Hamburg der Norden, fragen wir immer. Und jetzt in Zeiten von Warm-up, wo wir die Nord hier im Rücken haben und gerne auf der anderen Seite werden, fragen wir, wo ist in Hamburg der Chat? Wir wollen von euch wissen, schreibt uns direkt unten in den Chat rein, wo seht ihr das Spiel heute? Wo seid ihr jetzt? Habt ihr dann auch schon eine kleine Gruppe und sitzt ein bisschen auseinander oder sowas? Wo? Wir haben schon alles dabei gehabt. Wir hatten Alaska dabei, wir hatten Neuseeland dabei, wir hatten Hongkong dabei. Wo ist in Hamburg der Chat? Wo schaut ihr heute das Spiel? Schreibt es ausführlich. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Wir schauen uns nämlich erstmal an, wie der Spielball eigentlich nach Heidenheim kommt. Ist der Ball. Wir wollen von euch wissen, wo schaut ihr das Spiel? Und natürlich fragen wir auch unseren Gast Rodolfo. Rübergehen ins Stadion ist ja nicht. Und auch nächste Kneipe um die Ecke mit 100 Leuten ist im Moment auch nicht drin. Wo schaust du? Bei mir zu Hause mit der ganzen Familie. Ja. Wie lange brauchst du dahin? Wie bitte? Wie lange brauchst du dahin? Es ist ja eine Hilfe Zeit. Ich hoffe, dass die Autobahn leer ist. Und sonst mindestens eine halbe Stunde. Ja. Also ja, ich komme zu spät. Rund um den Elbtunnel bestimmt, da ist nie was los. Nein. Hoffe ich. Die Frage an, die du gestellt hast, an den Chat. Wo ist in Hamburg der Chat? Hat wieder richtig viele Antworten hier eben gegeben. Wir warten noch mal auf ein paar. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, ja alles dabei. Von hier mal eben Wedel, Hummelsbüttel, Alzerdorf bis Australien.
Aber da kann man, genau das ist ja auch das, was wir Vancouver. Hier ein bisschen wollen, euch auch zeigen, auch wenn ihr jetzt nicht mit uns im Stadion sein könnt oder wir können auch nicht mit euch im Stadion sein. Wir sind eine ganz, ganz große Familie, überall in Hamburg, überall in der Umgebung und überall auf der Welt. Da hat es wirklich schon alles Mögliche gegeben. Und Lars, du schaust gerade rein, aus welchen Ecken das heute kommt. Also wir waren fast ein bisschen baff teilweise, weil es wirklich aus allen Ecken der Welt ist. Teilweise ist es da späte Nacht, aber die Leute schauen dann doch auch irgendwie das Spiel irgendwo, weil sie sich gesagt haben, ohne HSV geht's nicht. Das stimmt. Im Moment sind sie aber auch sehr viel bei unserem Gewinnspiel dabei und wir haben hier ganz viele Antworten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir kommen erstmal zum Gewinnspiel, damit wir das auflösen können. Wir haben nämlich gefragt, wir haben den Spieler des Tages gesucht und wir haben folgende Tipps gegeben. Bruno Labbadia war eine Zeit lang mein Trainer. Ich habe mit Paul Scharner gespielt, aber nicht mit Marcel Janssen und das war nicht beim HSV, sondern er hat in der österreichischen Nationalmannschaft mit Paul Scharner gespielt. Das war das Knifflige. Ah. Und er hat 240 Mal Bundesliga gespielt und über 60 Tore geschossen. Und es ist ein aktueller HSVer, da kommen nicht so viele zur Auswahl. Martin Hanek haben wir gesucht. Und natürlich gab es auch ein paar richtige Lösungen. Und eine davon hat Miko Schreiner in den Chat geschrieben. Und lieber Miko, schreib uns eine E-Mail an marketing@hsv.de und dann bekommst du dieses wunderschöne Trikot mit allen Unterschriften zugeschickt. Das war's jetzt schon, oder? Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Wie spät ist es? Oh, es ist 14 Minuten noch. 14 Minuten? Dann müsste ich schon viel nervöser sein. Ja. Jetzt, wo du sagst, werde ich auch nervös. Rodolfo, wie ist es denn, wenn du jetzt, weißt du warst so lange mit auf dem Feld dabei, jetzt bist du auch wie wir zum Zuschauen verdammt sozusagen. Ist es schlimmer? Schlimm, ja. Also auch wenn er als Trainer war, du kannst gar nicht machen. Du kannst nur reden, erzählen oder keine Ahnung was, aber du kannst einfach nicht was anderes machen und das ist ganz schlimm, ja. Also wenn ich gucke, da bin ich voll nervös auch. Ja, das ist wirklich schlimm. So geht es uns auch und auch unseren Netradio-Kollegen. Schaltet ein, unser Netradio in der App oder auf hsv.de und dort einfach, wie ich es hier mache, auf den Radio-Button und dann auf Play. Die Jungs sind schon live vor Ort. Nee, nicht live vor Ort, aber sie sind live drauf. Leider nicht live vor Ort. Aber wir sind alle mit den Gedanken da und drücken die Daumen für unser Spiel in Heidenheim. Ja, und wir sind auch irgendwie alle mit den Gedanken bei euch. Genauso wie ihr hier heute mit bei uns mit dabei gewesen seid. Warm-up gibt es natürlich auch noch nächste Woche, dann vor dem Abschlussspiel der Saison. Was bleibt uns für heute noch übrig? Außer Daumen drücken und sagen, ey Leute, volle Pulle, 110%, egal wo ihr seid, wie ihr seid und mit wem zusammen oder sowas, ey, 110%. Vielen Dank nochmal an Rodolfo Cardoso und einmal Prost, würde ich sagen. Alkoholfrei, ne? Ist alkoholfrei, ja, kannst über die Autobahn fahren. Okay. Schönes alkoholfreies hier. Prost. Von König Pilsner. Und damit endet die Warm-Up-Show. Natürlich mit Mein Hamburg liebe ich sehr und das haben wir jetzt noch für euch und dann seid ihr total eingestimmt. Diese drei Punkte, Leute, die gehen nach Hamburg. Ich weiß es. Ich hab einen harten Tag gehabt und musste nochmal raus mit der S-Bahn in die Innenstadt. Am Hafen steig ich aus. Ich hab noch kein Papier dabei und setz mich an die Pier. Die Schiffe und der Lichterglanz. Ich denke so bei mir. Mein Hamburg lieb ich sehr. Sind die Zeit auch so schwer. Weil ich doch hier gehöre ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind. In den Straßen, die mein Zuhause sind. Vom Volkspark übern Alsterlauf bis zum Feriendorf als Kind. Das ist mein Revier. Mein Wohnzimmer, das ist der Kies. Die Neustadt, mein Büro. Hier liegt der Rassel, mein Balkon. Und die Erde ist mein Klo.
mein Hamburg lieb ich sehr. Sind die Zeiten auch auf schwer, weiß ich doch, hier gehöre ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Mir gut gefallen, aber London war okay. Und Belfast war voll Herzlichkeit. Und der Abschied tat mir weh, wenn ich von der Autobahn die Kühlbrandbrücke seh. Den Michael und den Benjamin, dann will ich nie mehr gehen. Sind die Zeiten auch schwer? Hier werde ich hier. Hier wurde ich geboren. Wo ich spielte schon als Kind. In den Straßen, die mein Zuhause sind.